Was war das für ein Gefühl, Christian, dass du abreißen hast lassen müssen? Nicht schön, aber es ging nichts mehr. Wir warten. Also mir ist zur Richtung Hirschling beschissen gegangen. Für mich ein kurzes Interview. Wie läuft's? Abstand zum Job aus! 15 Meter! Okay, passt schon! Also, wünsche dir Training. Erfolg, mal auf! Bimi hat auf dich aufgeschlossen. Wie wirkt sich das auf der Rennenteilung aus? Motiviert mich noch mehr. Motiviert mich nur. Ich hat zwar gerade davor klar angedeutet, er will in den Windschatten rein. Was machst du denn dagegen? Ganz cool bleiben und die letzte Runde attackieren. Also Christian, wie war jetzt das Ganze, der Rennverlauf im Nachhinein betrachtet? Erzähl mir kurz. Beim Radfahren war es die ersten zwei Runden noch gut. Beim zweiten Berganstieg habe ich überpaced. Bei den zweiten Runden hat mich der John wieder mal überholt. Der Gigant von vorn hat mich überholt. Dann beim Laufen im Wechsel war ich natürlich wieder schnell wie der John, weil der John wieder Brotzeit gemacht. Aber die letzten 5 Kilometer hat mich dann John wieder gefressen und ich spazieren gegangen mit 400 Meter. Und dann. Aber zum Glück geht es im Ziel und ganz glücklich. Also, John, wie war der Rennverlauf aus deiner Sicht? Ja, ich habe mich auf meine Stärken verlassen, habe im Bömi an mir vorbei sein gegangen, bin konstant meine Wattzahl gefahren von der letzten Woche, habe dann in der zweiten Runde konstant gesteigert und dann dritte, vierte Runde auch wieder gesteigert. Und in der vierten Runde habe ich dann im Bömi bei Heiligenhausen hinter mir lassen. Was war das für ein Gefühl, Christian, dass du abreißen hast lassen müssen? Nicht schön, aber es ging nichts mehr. Wie war der Rennverlauf beim Laufen? Wie war das? Da war doch in Hirschlingen so eine Gehpassage dabei, was ich gehört habe. Ich meine, dass du an mir vorbeigefahren bist, wenn ich gegangen bin. Wir haben beide Gehpassagen gehabt. Du? Mir ist hundschlecht gegangen Richtung Hirschlingasse, wo ich... Manni, geh mich nachher. Dass ich da kurz unterbrich. Wie war das? Du hast schon mal eine Gehpassage gehabt in Hirschling drin, oder? Was hast du daraus gelernt? Im Gegensatz zum letzten Mal habe ich heute alles richtig gemacht. Bin voll langsam angegangen, die ersten paar Kilometer. Und habe mich zum Schluss immer steigern können. Beim letzten Mal... Da habe ich gleich von Anfang an total überpaced, aus lauter falschen Ehrgeiz, weil ich mir ein paar so Profis halten wollte. Und habe dann nach der Hälfte Strecke dermaßen Seitenstech gekriegt. Und du bist so weit, wo hast 5 Kilometer zurückgegangen, oder? 5 Kilometer, 3 Kilometer gemein, weil mir hinten noch gesagt wird, ich habe den Wandertag gehalten. Und da habe ich dann 2 Stunden drauf in der Bootwanne noch Herzstech gehabt. Aber ich habe daraus gelernt und habe halt alles richtig gemacht. Ja, heute war es auch eine brutale Laufzeit. Auch, ne? Also Wahnsinn. Vor allem jetzt hinten raus richtig durchgerannt. Vor allem ist es richtig locker gewesen, weil ich mir eben Kraft eingeteilt habe. Weil sonst, wenn ich aber von Anfang an schnell loslaufe, dann ist das ein Beißen, ein Kämpfen und weiter, weiter, weiter. Halt durch das, dass ich es langsam angehen lassen und dann ab der zweiten Hälfte immer schneller gesteigert, ist eigentlich fast locker gewesen, trotz der hohen Temperaturen. Super. Also wie war das dann bei euch nach der Gehpassage? Wie bekehrt, ihr habt beide gehen müssen und wie ist es dann weitergegangen? Da war es gleich auf, glaube ich, am Scheitelpunkt hinten in Hirschling. Und dann? Also mir ist zur Richtung Hirschling beschissen gegangen und dann Richtung Ramschbau, wie wir Gegenwind gehabt haben, ist mir traumhaft gegangen. Und der Wind hat mir ganz gut da. Bin dann bei Heiligenhausen am Bömi aufgelaufen, Bömi ist gegangen und
Mir ist es immer besser gegangen, mein Dieselmotor ist angesprungen. John wollte mich noch motivieren, aber ging nichts mehr. Und bin dann am Böhmi vorbeigezogen und bin mit flotten Schritten Richtung Ramsbau gelaufen. Gut, muss man aber dazu sagen, ne, Christian, du bist ja auch zurück, mehr oder weniger gar nicht so schlecht gelaufen. Ich glaube, da warst du 1 oder 2 Minuten dahinter. Ne? Ja. Also so schlecht war es ja nicht, das Ergebnis. Also im Großen und Ganzen, würde ich sagen, super, super Trainingstag, oder? Aber man kann daraus das Resultat ziehen, ein bisschen besser auf sich selber schauen. Und wieder eine Erfahrung, ja. Genau. Aber absoluter klasse Wettkampftag, wo man für St. Pölten auf alle Fälle die Lehren ziehen kann. Ja. Oder, Böhmi? Ja, ja, sag. Also, langsam in den